Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist Blasenschwäche bei Frauen. Und wir haben als Gast und Expertin Frau Dr. Kirsten Thiele eingeladen. Vielen Dank, Frau Dr. Thiele, dass Sie kommen konnten. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gern geschehen. Dr. Thiele, Blasenschwäche oder Inkontinenz bei Frauen. Was ist das und woher kommt das? Also letztendlich ist Inkontinenz ja der Verlust der Kontrolle über den Zeitpunkt und den Ort der Entleerung der Blase. Und da gibt es sehr unterschiedliche Ursachen tatsächlich. Letztendlich muss man wissen, dass Blasenentleerung ein relativ komplexer Vorgang ist. Das heißt, da spielen Nervenbahnen, die vom Gehirn bis in die Blase hineinreichen, tatsächlich eine Rolle. Und dann wird eine Koordination aus Anspannung und Entspannung unterschiedlicher Muskelgruppen eingeleitet, um eine Blase tatsächlich störungsfrei entleeren zu können. Und wenn dieser Zusammenspiel oder dieses Zusammenspielen nicht mehr richtig funktioniert, dann kommt es zu einer Inkontinenz. Also die Ursache ist tatsächlich auch eine nervale Störung, die dahinter liegt. Die Blase ist also nicht nur einfach ein Sack, der sich über Dehnung entleert, wenn sie zu voll ist. Genau. Die Blase ist letztlich ein aktives Organ, was über lange Zeit in der Speicherphase, so nennt man das dann tatsächlich, den Urin sammelt. Und dann, wenn sie voll genug ist und das Signal immer häufiger Richtung Hirn hochgeht, dass die Blase geleert werden muss, dann irgendwann auch aktiv entleert werden kann und sich aktiv entleert. Damit haben Sie ja schon viele Möglichkeiten der Störung angesprochen. Ja, wobei man sagen muss, es gibt eigentlich zwei große Gruppen von Inkontinenzproblematiken. Diese nervale Störung ist etwas, was vor allem in höherem Alter auftritt, also ab die 60, 70 Jahre in etwa. Zusätzlich ist auch noch ein Faktor, der mit hineinspielen können, eine fehlende Stützkraft im Bereich der Harnröhre und eine Störung im Bereich des Verschlussmechanismus. Das sind dann Inkontinenzformen, bei denen die Frauen keinen Harndrang verspüren, aber Urin verlieren bei Husten, bei Niesen, beim Laufen, also bei Erschütterungen, bei denen die Blase eigentlich gar nicht aktiv ist, sondern einfach der Halteapparat für die Blase und für die Harnröhre geschwächt ist. Wie klärt man dann diese Störung ab? Letztendlich führt der Weg in der Regel als erstes zum Gynäkologen. Zumindest ist es bei den Frauen so. Und dann ist der erste Schritt die gynäkologische Untersuchung. Das heißt, der Gynäkologe schaut sich die Scheidenverhältnisse an, kann beurteilen, wie gut die Durchblutung im Bereich der Scheide ist und dadurch auch schon Rückschlüsse auf die Unterstützung im Bereich der Harnröhre und auch auf die Durchblutung vermutlich im Bereich der Blase schließen oder zurückführen. Und letztendlich kann man dann auch schauen, ob anatomische Problematiken vorhanden sind, ob sich in irgendeiner Form Organe abgesenkt haben im Bereich der Blase, im Bereich der Harnröhre. Der Ultraschall ist eine sehr wichtige Untersuchung, um die Bewegung der Harnröhre und der Blase bei Belastung darzustellen oder um die Blase insgesamt sich anzusehen. Und letztendlich, was vor allem auch sehr, sehr wichtig ist, ist die Anamnese, also die Krankengeschichte der Patienten. Mhm. Dass man tatsächlich einmal fragt und sich die Zeit nimmt zu fragen, wann passiert es denn? Ist es etwas, was beim Husten, beim Laufen, beim Aufstehen passiert? Oder ist es, dass plötzlich ein Drang entsteht? Klassiker bei einer Dranginkontinenz sind, dass Frauen nach Hause kommen, die Tür aufschließen und beim Betreten des Flurs quasi reflexartig merken, dass die Blase sich schon beginnt zu entleeren und man es kaum noch schafft, aus der Kleidung zu kommen, um rechtzeitig ins Bad zu gehen. Was kann man dann machen? Was gibt es für Möglichkeiten der Therapie? Es kommt jetzt sehr darauf an, welche Art von Inkontinenz vorliegt. Bei den sogenannten überaktiven Blasen, also die Blasen, die machen, was sie wollen und sich der eigenen Willenskraft quasi entziehen, ist es eigentlich eher so, dass man die nervalen Störungen entweder über eine medikamentöse Therapie angehen kann, um der Blase einfach die Kraft der unwillkürlichen oder der nicht gewollten Entleerung zu nehmen, oder aber auch über eine sogenannte Elektrostimulation, also durch Stromreiztherapie, die Nervenbahnen im Bereich der Blase abstumpfen zu lassen, um dort diesen ständigen Drang zu reduzieren. Handelt es sich dagegen um ein eher mechanisches Problem, also eine zu geringe Stützkraft im Bereich der Harnröhre, helfen
Hilfsmittel, die dazu führen sollen, die Harnröhre zu stützen. Ja, sogenannte Pessare. Da gibt es zum Beispiel solche Tampons, die man nutzen kann. Die sind im Grundzustand erst hart, werden in Wasser eingeweicht, sind schaumstoffartig und damit auch sehr angenehm zu tragen, stützen die Harnröhre und sorgen dafür, dass die Harnröhre mehr Halt hat. Und letztendlich sind bei den mechanischen Problemen sonst auch Möglichkeiten der operativen Versorgung gegeben. Frau Dr. Thiele, vielen Dank für diese ausführliche Beantwortung der Fragen zur Inkontinenz bei Frauen.